So, herzlich willkommen zurück zu It Takes One. Ja, das ist die May Edition. Eigentlich wollte ich die Anmoderation machen, weil wenn ich schon nicht spielen darf, dann, ne, will ich irgendwas tun, aber selbst das nimmt der mir Nicht einfach. mal das. Oh, die Spiegelung dreht durch. Ja. Kein Raytracing war. Naja. Es ist halt einfach, it takes May. It takes May to May. To maybe achieve something. Bin ich das so? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, dass du Lily Fields bist. The one and only. Bin ich das dann mit der Gitarre? Diese Schrift kommt mir ultra bekannt vor. Ach nee, warte, das habe ich vorhin auch schon gesehen, dieses. Ah, es gibt in Real Life auch so irgendeine Band, irgendwas, was diese Art von Schriftfont da benutzt. Bestimmt sogar ganz viele Sachen sind hier Anspielung, schätze ich mal. Alter! Jawohl! It takes Cody. Okay. Hey, nur weil ich zurückgehen will jetzt, das sehe ich nicht ein. Ich muss jetzt auch rauszögern. Bin da unten nicht Kann ich irgendwo? May da unten? Ja. Nee, du bist auch die Spawn. Ich T-pose irgendwo anders gerade. Ja, ich habe auch diesen Screen. Mal gucken, was sich Cody so durch den Kopf gehen lässt. Also wahrscheinlich alles um May wegen dem Konzert jetzt, aber trotzdem. Achso, ich kann nicht vorwärts laufen und sein Gesicht dabei anschauen. Nee, dann drehe ich mich automatisch um. This is gonna be special. Ich glaube, das ist unser Finale. Ja. Hat was davon, Weil ne? es ist so ruhig, dann über dieser Fullscreen plötzlich. Ich Worldbook. glaube, Nochmal kein Worldbook. Bossfight, kein nichts mehr. Vehicle Vehicle Maintenance Log. Maintenance Logbook. The Garden Und dafür der Enthusiast. Guards Enthusiast. Let's go! I can't. Oh boy. Hi, guys. Die halben Hemden, ey. Kriegt dein Kopf bestimmt nochmal so durch den Vorhang raus und dann darf ich nochmal. Ach, nicht nur der Kopf, aber. Wobei Cody war ja oben an Come einem on, Dead Ray. End. Wo soll er hin? You can do this. I believe in you. Come on. Das Klavier spielt von alleine. Gruselig. Geister. It's gonna be May. Wollt ihr gerade zur Schule und geht jetzt doch nicht? Gute Entscheidung. Langsam würde ich mal irgendwie Notarzt rufen oder so. Ja, Better. I love you, Mom. Can do this, May. I know you can. Mm-hmm.
Nicht mehr jetzt gibt's Text. Ist das Ritual? Oder einfach nur ein Stage-Effekt? That was beautiful, May. Thank you. Ich liebe dich, Leo. Ich liebe dich, Marvin. Guck, wir haben jetzt das Way Out Ende. Wir müssen beide eine Taste halten. Oh, ich weine schon wieder. Nein! Ich drücke mal. Ich hab losgelassen. Verdammt. Nee, ich hab losgelassen. Das ist... der andere hat nicht gehen. Hast du jetzt das Bad Ending erreicht? Oh, er fasst dich die andere Hand an. War nicht so halten? Nein. Ah, diese schöne Szene einfach. Deshalb spielt man das Spiel mit seinem Partner. Ja. Ach, passt schon. Machen wir nämlich das. Wir machen nämlich das Ende kaputt. Entschuldigung. Ich hab losgelassen. Warte, das ist jetzt, weil ich. Das ist, weil ich losgelassen habe. I'm sorry. I messed up. Hasta la vista. Und da dreht er sich wieder. Da ist er ja schon wieder. Da ist er wieder weg. Spiel ich jetzt Cody in Real Life? Ich hätte irgendwann auch gern die World's Greatest Dad-Taste, ganz ehrlich. So das Life-Goal jedes Vaters, glaube ich. Ich würde die auch einfach gerne haben, egal ob ich ein Kind habe oder nicht. Ich glaube, es ist illegal, wenn du so eine besitzt, ohne Vater zu sein. Rose. Cody. May. It worked. Yeah, we're back. Where's Rose? Irgendwie fühlen sich Stimmen jetzt falsch an, finde ich. Ja. Okay, gut, dass es nicht nur mir so geht. Jetzt setzt das Sequel an, jetzt ist Rose in Schlaf gefallen. Alter Moon-Baboon! Hey! What? A letter. Dear Mom and Dad, I'm sorry that I did this to you. I know how to make everything good again. Na! All you have to do is stop fighting. I know I'm not a perfect daughter. Wait, what? I'm sorry I don't like to brush my teeth. I'm sorry I read books after bedtime. I'm sorry I don't put my toys where they should be. I know it's my fault you want a divorce.
Ja, und wir haben doch nur gescherzt, oder? Ist sie läuft weg. Kommt noch mehr? Cliffhanger für Teil 2. Komm einfach das Kind sagt, ich lasse die Eltern in Ruhe, dass ihr wieder Freunde sein könnt. Warum? That's depression on another level. I have my pocket money to buy a bus ticket. Don't worry. I packed a sandwich and a lollipop. Geil. Aber wir haben ganz viele gegessen. Komm, split den Screen. Split den Screen. Das wird nicht passieren. Nee, glaube ich auch nicht. Sweetie! I'm so sorry. Don't worry about me. You can go home. No. Rose, honey, it's not your fault that we've been fighting. It isn't. No, Rose. It was never your fault. Does that mean you can become friends again? Honey, listen, whatever happens, your mom and me, we will always be there for you. And we'll always love you. Always. Okay. Come here. Ah! Der Übeltäter. Where did you find this? I found it at school. In a trash can. Oh. Well, I'm glad you did. Sometimes you can find real treasures in the trash. Come on. Let's go home. Okay, so Rose. If your mom had to fight an aggressive squirrel double her size, who do you think would win? Mom, of course. You're right. And that's why I like to hang out with her. Cody, I used to think you were completely irrational. But I have to say, you make more sense now. Roll the credits. Es brauchte zwei. Achievement. Ah, okay. Oh mein Gott. Ah, dann lege ich den. Der Staubsauger. Ich strecke mich. Gut. Ja, ja. Simon Lindberg Amano und Karl Löwenberg. Amino. Amino. Moon Baboon. Dave fixed. Jetzt sind schon wir alle repariert. Wir haben ja Versprechen gegeben. Wäre ja arschig, wenn wir das nicht. Genau. Die Armheit. Aber sie hat die Krone nicht. Doch, sie hat die Krone. Ich bin blöd. Oder blind. Oder beides. Einfach die Elefanten auseinandergenommen, ey. Jo. Ja. Ganz viel Level-Designer da gelistet. Ganz viele Animatoren. Ja, ne? Cred. Alter, das. Also, sie ist ja jetzt nicht mehr so hot, ne? Das ist ja trotzdem Joy halt im Hintergrund, denke ich mal. Das Dr. Hakim, ey. Und da ist der Gesang. Natürlich genauso, wie wir ihn vorher auch gehört haben. Ah. Ja, aber mal Scherz beiseite so. Was sagt man jetzt? Ja, ne? Ich fand schon immer so, so bei Credits, so jetzt automatisch so, ja, gib mal ein Review. So, Schwierig, von zwei. Das siehst du nicht, ne? Nee. Ich hab grad, oh, ist das laut, Hilfe. Was passiert denn? Ich hab meinen Controller gerade fallen lassen. Das Kabel hat sich gelöst, da steht da so fett Controller entfernt im Bildschirm. Ich hab Pause, steht das bei dir? Ja. Okay, sorry. Warte. Also. Gleich wieder anschließen. Spiel. Ich trau mich nicht A zu drücken. Ich glaube, das gibt nicht. Okay, gibt's nicht. Es ist ganz schön laut. Ich weiß nicht, ob ihr mich hört. Doch, eigentlich schon so ein bisschen. Ja. Ja, doch, geht. Ich kann auch noch näher ans Mikro. Oh yeah, oh yeah. Okay, jetzt ist es ja ruhiger. Ja, also. Es war ein Spiel. Es war ein gutes Spiel. Ja, ich würde sagen, ein sehr gutes Spiel. Ich mochte die Abwechslung. Ja, doch. So viele verschiedene Gameplay-Sachen, viele Welten. Schon gutes Gameplay auch, ne? So.
Es hat ja so schön smooth halt auch gespielt. Und der ganze Blödsinn, den man da machen konnte. Ich meine, du kannst straight up, wenn du einfach Bock hast, kannst du das Spiel mit einem Kollegen anschmeißen und Schach spielen. Ja. Ihr könnt einfach Schach. Ein bisschen komplizierter, als wenn man vielleicht einfach in einem Browser halt so, ne, die Simplified Version hat. Aber ich denke mal, die Leute, die Harry Potter Stein der Weisen gefeiert haben, mögen vielleicht das Schach mehr als im Browser. Ne. Ah, na gut. Song Vocals for May. Wie, das war nicht die echte Support Sprecherin. Of the Creative Europe Media Program of the European Union. Und eliasoftware.com. Faceware. Ich dachte, das wäre der Face-Clan. Ja, also das Spiel, auf niedrigsten Grafikanschluss sieht es trotzdem gut aus. Ja, mein PC ist halt gurkig. Also der GPU ist wirklich ganz recht hoch gewesen. Das hat es bei mir leider öfters gehangen. Und in Cutscenes halt, was du Gott sei Dank nicht gehört hast, dieses... Ich hab... Keine Ahnung, das Bild schon so und so weit, aber hör noch die Soundeffekte von vor einer halben Minute nach, wie dann Mr. Hakim spawnt oder so. Ja. Das hab ich aber für mich behalten, weil meine Güte, hilft ja nicht drüber zu complain. Das hat ja jetzt trotzdem meine Spielerfahrung und meine Experience so an sich nicht gemindert. War spaßig, doch. Ein Movement ist halt wirklich smooth gewesen. Es hat einfach Spaß gemacht, durch die Gegend zu springen allein schon. Ja. Und dann ja, die ganzen verschiedenen Fähigkeiten, ja. Ah, ich wollte gerade sagen, die ganzen Fähigkeiten, die man hatte und dann auch wie das so mit Rätseln und weißt du. Aber wir müssen halt kollektiv unseren Fidget Spinner, ne? Das ist halt kein Geheimnis. Der war zu kurz da, auf jeden Fall. Ja, Tester haben sie auf jeden Fall auch da. QA. Was ist denn QA? Quality Assurance. Der erste, was mir das ja, ich hätte jetzt gerade Quality Animation, aber... Alter, das viele. Ja, eben. Naja, viel sollte halt auch gut rauskommen, ne? Ja, doch. Und ich denke mal, es ist doch geglückt, so. Das Ding ist, wir haben Sachen verpasst, aber ja, gut. Ein Minispiel mindestens. Mal gucken. Wir können ja gleich mal gucken, ob wir noch mehr verpasst haben. Jetzt echt, die Folge geht noch nicht lang. Wir können eigentlich noch mal ganz schnell in das Schneegebiet. Ja, also wenn man jetzt so eine Kapitelauswahl, dann möchte ich ganz kurz in das Kinderzimmer rein. Zu der gewissen Actionfiguren. Ist ja auch direkt am Anfang. Das können wir schnell machen. Und dann nochmal das letzte Minispiel suchen, falls es das eine nur ist. Finale plus Bonus. Ja. Jetzt Folge Takes Two ging noch, Way Out ging noch auch lang, glaube ich, sage ich jetzt. Ich weiß Folge Way Out habe ich auch geheult. Ja. Das German, David Ellie, ah ne, das ist doch Französisch. Way Out Alena war Baumann, auf jeden Fall David Rodriguez. Ein krasserer Twist am Ende. Ja, auf jeden Fall. Das ist halt in der Hinsicht nicht unbedingt ein Happy End gewesen. Hier schon. Ich hätte so gefeiert, wenn dann so kurz vorm Abspann so eine Texttafel so, ja, zwei Wochen später trennten sie sich. Das wäre so mies. Oh, Rosie ist halt einfach legit weggefahren, liegt das bei den Großeltern. Und sie lebten glücklich miteinander. Ohne das wäre mein Ende. Localization Tester Korean, einfach Evelyn Lim. Das war's. Wobei Japanese hat auch nur eins, klar. Spanish Voice Talent, sicherlich gern gehört. Ja, also Emma Jimenez Diaz ist, insane, habe ich gehört. Auch an der Gitarre. Was? Japanese, Ayamamoto. Yasuyuki Takase. Takehiro Hasu. Mikomo Manaka, Momoko Fujisaki, Hatsuya Natsuyagi, Shota Okawa. Okawa des. Du sprichst aber gut Japanisch. Shogo Nishihara. Was? Also, ich bin doch bei French. Ja, ich sehe German. Ich bin bei French. Jetzt kommt Chip. Okay, ich bin jetzt fast schon durch mit. Deutsch, Maria Koschny. Ich bin ja schon durch mit. Also, jetzt ist Deutsch schon weg. Jetzt bei mir Additional German Voice. Ja. Nina Herzing, Fabian Holwitz, Sabina Troger, Bernd Egger. Das ist aber ein wilder Name, ey. Und das EA GL Eagle Development Team. Translation. Ja, Namen. Das haben wir doch eben schon. Francisco Gabriel Verde Acebes. Oder Acebes. Lange Namen. Machen wir Spaß, interessante Namen zu lesen. Soja Nikonova. Raschen natürlich. Ja, ist. Soja. Gibt es da eine Post-Credit-Scene? Wahrscheinlich nicht. Ich denke jetzt auch nicht unbedingt. Aber wir könnten ja Todd Stallkamp fragen. Stallkamp. Keine Ahnung, Emma Stevenin. Frederick Ribbing. Ich habe nur Namen. Ja, man könnte das Fazit noch länger und länger ziehen und mehr positiv als auch vielleicht negatives aufziehen, aber ich kann auch einfach Max Myers oder Lee Williams vorlesen. Ne? Das ist halt
Viele Leute, die es nicht lesen können. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich wüsste gar nicht, was ich eigentlich negativ an dem Spiel sagen würde. Vielleicht so, oh, hä? Die Performance-Issues, die wir auf einmal random in den... Der ist einfach mal vorbei, der Abspann bei mir. Ja, same. It takes two. So, keine Ahnung, dass einige Passagen vielleicht ein bisschen zu lang waren manchmal, oder, ja, aber sonst... Nö, an und für sich, ja. Also war halt ein bisschen wild mit den Aufnahmen leider, dass die Codierung dann auf einmal... Ja, erinnert dran ich halt auch nicht. Alles. Ich meine, dass bei mir einiges leckt, ja. Also, das hat jetzt so keiner gesehen, außer halt in deinem Screen, wenn ich mal irgendwie eine Stampattacke oder in der Luft hängen geblieben bin, weil ich einen Stand mit vor 2 Sekunden hatte. Im Garten haben wir auch ein Minispiel übersehen. Verdammt. Okay, ja, du kannst aber inviten und gucken, ob die Kapitel... Ja, komm, wir machen jetzt erstmal Rosies Zimmer hier, da muss ich dich mal kurz einladen. Erstmal hier schön... Also entweder du kannst halt wirklich hier drin lassen oder du machst da auch ein extra Video. Mir ist das ja egal. Ach nee. Okay. Rosies Zimmer. Ich hatte jetzt kurz mein EA Play gesehen. Geleakt. Oh. Now, verdammt. Wer hat das geleakt? Nee. So. Weißt du, was der Twist jetzt sein wird zum Ende hin? Ich spiele jetzt May. Oh mein Gott. Und du spielst Cody. Und ich spiele auch May. Kissenburg ist, glaube ich, komplett fein. Ja. Oh mein Gott. Jetzt steuert sich ja ganz anders. Was ist das? Jetzt muss ich auf den linken Bildschirm gucken, verdammt. Ich will doch nicht mehr. Katzen, ja, es gibt ein B gedrückt halten. Checkpoint neu starten? Ah, ne, B gedrückt halten. Stimmt. Ich habe Pause-Menü erstmal direkt geöffnet. Ah ja, so spielt sich also May. Ist ja ganz anders. Ja, nein, wirklich. Panzerbrüder haben wir gespielt. Nein, halt nicht wirklich, aber. War es schon hier? Nee, noch weiter. Irgendwo so links, rechts, oben, unten, irgendwo. Ich ja, jetzt hier meine ich. Ah ja, darüber, ne? Ja. Ach, verdammt. Nein! Scheiße. Ah, komm, hier hoch. Da hoch. So. Nee, ich muss ja trotzdem an meinen Charakter gehen. Dann gehe ich halt zu Vince wieder. So, und dann auf 3 oder was? Ja, okay. 3, 2, 1, go. Hey Vincent, think you're gonna get away with what you did to me? Come on, Leo. You're still pissed about that? Just drop it already. Are you crazy? I'll never drop it. You just wait and see. Oh yeah. What are you gonna do? I'm gonna kick your ass. You ain't doing shit. You're a doll, Leo. God damn it! And as smart as always, I see. Flashback. Plastikausbrecher. Ah, okay. Ach, ich habe gerade auf dem Rechenbildschirm geguckt, der linken meine ich. Okay, das ist dann das gewesen? Ja, okay, raus hier. Jetzt die Frage ja, was eigentlich noch an anderen Achievements fehlt, außerhalb der alle Minispiele fehlen. So irgendwie 5 oder so, schätze ich mal. Sind das schon mehrere. Es gibt, glaube ich, 20. Wir hatten letztes Mal 10 von 20, meine ich. Also du. Da haben wir jetzt 14 oder so? Ach, ich weiß nicht. Winterdorf. Nein, das wäre Minispiel. Winterdorf. Winterdorf. Where could it be? Jetzt soll ich gleich Google anschmeißen. Wäre schon cool, ja, jedes Minispiel hier auch mal zu sehen, ne? Das ist halt true. Ich sehe gerade was anderes und damit meine ich nicht den Ladescreen. Ah, okay. B. Im Winterdorf. Ja, jetzt weiß ich halt nicht so ganz. Also das ist ja schon Winterdorf, aber das zählt ja nicht alles. Scheiße, muss man hier potenziell noch mal alles machen, ne? Speedrun. Achso, warte mal, hier die Glocken, Was musst du hier hoch? Ja, guck mal, jetzt haben wir ein bisschen Gameplay-Abwechslung. Oh, achso, okay. Ey, wirklich? Verdammt. Jetzt musst du aber runter, genau. Oh Gott, ich... Mein... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird ganz schlimm für mich. Warum hält sich denn... May spielt sich komisch. Oh, tauschen? Ja, jetzt nicht. Hier geht ja nothing. Ich bin einfach runtergesprungen. So, kannst du wieder Wehr halten.
Wir haben unser Fazit geben und spielen weiter. Cool. Das ist so gut, wir können gar nicht aufhören. Gleich nochmal. Let's replay. It takes two. Right after the original one. Als Bonus. Am Finale. Ja. Müll. So, was könnte es sein? Selbst wenn, wo? Ja, ist doch viel zu fett. Erstmal, am besten machen wir erstmal die Glocken, damit wir... Wir haben eine Schneeballschlacht gespielt. Wir haben Curling. Nee, warte! Wir beide gegeneinander haben keine Schneeballschlacht gespielt. Ich kenne das Minispiel. Es gibt eine Schneeballschlacht. Wir haben ja nur dieses Zielwerfen gespielt. Aber wo? Und wir müssen ja erstmal die Glocke angehen, richtig. Einfach mal für die, naja, ich nenne es jetzt mal Platin-Trophäe im Let's Play noch grinden. ja, nee. Ah, nee, doch, ja, erster. Dann musst du dich daran festhalten. Mal noch ein bisschen drehen. Und dann drehe ich's hierher. Oh, verdammt. Scheiße. Imagine schneiden. Imagine Drachen. Okay, nein. So. Und jetzt war das wie? Achso, ja. Oh Gott! Mach keinen Shit. So, ja, warte, ich muss dich ja drehen. Wohin jetzt? Naja, genau. Da lang wieder, ne? Genau. Piu! Okay, super. Und ich bin May. Ich bin auch dabei. It's gonna be May. Oh, Alter. B. Baby. Ich wollte Busen sagen. Irgendwas mit... Okay, Schneeballschlacht. So. Ja, wo und reicht eine Glocke, ist die Frage. Das weiß ich auch nicht. Na, ich wollte in die andere Richtung grinden. Da sind wir rausgekommen. Hier, ne? Ich geh mal hier ab. Ach komm schon, das soll ich jetzt nicht rankommen. Hier ist Icicle Throne, das haben wir ja gespielt. Ja. Ich glaube, ich bin gefangen hier und komme nie wieder hier raus. Das wäre nicht so praktisch. Oh, das ist sowas nervig. Ja. Also ich bin hier außen lang, hier sehe ich es nicht. Wo zur Hölle bin ich? Ich will hier gar nicht hin. Ich will da... hier kann man schaukeln. Haben wir auch nicht gehört, oder? Guck mal, ich kann den Jungen schaukeln. Einfach über den Abgrund. Guck mal hier, so Abgrund des Todes und der Junge einfach... Hui. Das ist doch scheiße hier, Mann. Ich hasse Cody. Cody. Mein Junge überschlägt sich. Warte, hier. Er hat den Überschlag geschafft. Ja. Okay, aber das hat ja nichts mit Schneeballwerfen zu tun. Wir wollen ja keine Zeit verlieren, ne? Bitte? Wir wollen ja nicht so viel Zeit verlieren, ne? Ja, worauf willst du hinaus? Ich google mal. Achso, okay. It takes two, habe ich gerade geschrieben. Das It took halt two. Es brauchte zwei. Jetzt kann man das Spiel alleine durchspielen. Are you here alone, Turtle? Da, warte mal, da. Snowball Arena. Ah, okay. Dann müssen wir noch einmal. Ja, wir brauchen noch eine Glocke hier. Gut. Ja, dann die da wahrscheinlich. Dass wir das übersehen haben. Mann, sind wir dumm. Von mir ist es halt gerade erst wieder zurückgekommen. Ich hatte das halt tatsächlich schon gekannt eigentlich, aber da habe ich so nicht hinterfragt. So, ich dachte, okay, wir haben alles gespielt. Ist das jetzt das Ding, wo man die Magneten an die Wand schießt? Ist es der Turm hier? Ja, ich glaube ja. Oh, hell no. Das heißt, ich darf jetzt springen und du darfst die Magneten einmal ballern. Juhu!
Yeah, May got the moves. Sonst ist es immer Cody. Na, ja, gönn dir. So, du willst nach oben, richtig? Ja, ja. Wie baller ich? A. Schultertaste, glaube ich. ZL, also da. Du musst nur runterlassen, okay. Ja, die rutschen halt runter, also du kannst auch nicht was höher setzen. Aua. Das ist alles nicht so ideal, wenn ich jetzt direkt hier rüber schieße, oder? Na doch. Nicht gut genug dafür. Quatsch. Hast du. Noch rein und dann. Oh, lol. Oh. No, no, no. So. Boah, ist aber nur mit drin. So, der ist ein bisschen weit, aber. Nee, nee, das geht. Das, wir haben Range. Oh, yep. Die haben Range, ne? Auch noch einer. Der haben's auch, aber auch nach hinten. So. Bin oben und dann letzte. Peng. Jawohl, okay. So, wir wollen alle die Schneeballschlacht. Wir wollen sie alle. Da, und jetzt müssen wir eigentlich da unten irgendwo schneeballern können. Ja. Das schaffe ich nicht. Wow. Ach man, ich muss bei dieser Stadt direkt wieder an Gravity Rush denken. Ja, okay, ich spiel's ja bald, nur für dich. Geil, endlich Ziel erreicht. Ist ein gutes Spiel. Hat mir auch Spaß gemacht. Ich hab's halt nur nie zu Ende gespielt, weil ich ein Arsch bin. Ach so. Aber ich hatte ein Maid-Outfit für Cat. Ich auch. Ja gut, du hast ja auch alles gemacht. Richtig. Ah, Cody steht hier 1-0. Ja, doof, ne? Aber ich bin jetzt May. Wenn ich jetzt als May gewinne, gewinne ich für dich. Ich will einfach nicht drin waren, ey. Lade an den Schneeballhaufen nachziehen, werfen. Show me your moves, May. Aber nicht Tastatur benutzen. Da können wir da einfach Auto-Aim, ne? Ist schon ein bisschen lame. Ja, wow. Lade an den Schnee. Ja, das war's wert auf jeden Fall. Gut, ja, jetzt haben wir alle hier, oder? Kannst du jetzt in dem Menü auch gucken? Also. Hä? Kannst du jetzt im Menü, kannst du jetzt noch die Kapitelauswahl gucken und sehen, dass es alle waren? Mhm. 4 von 4. Okay. So. Im Garten fehlt was. Ja. Fehlt in dem letzten Level dann was? In dem Kapitel, was wir zuletzt gespielt haben jetzt? Mit dem Nee, da haben wir alle. Ach, geil. Ja, ich wünschte, wir hätten Volleyball gefunden, aber machst du nix. Haha, verstanden. Problem ist, es ist das zweite Minispiel und das könnte halt sonst wo sein, ey. Das war ein Ladescreen. All Minigames and where to find them. Schon mal, ne? Schon mal. Das klingt gut. Wir sind aber ins falsche Level gegangen. Ah, ne, gar nicht, nein, ach, Blödsinn. Ich hab das ausgewählt, wo was fehlt, ne? Ich hab nicht nachgedacht. Ich dachte gerade so, hä, wieso sind wir jetzt im Garten? Ich dachte, das fehlt nicht im Garten, aber doch, es fehlt im Garten. Also Blightning-Spiel vor allem sogar. Highlight. So, hier war das Ding, das wir gespielt haben, die Schaukel, das haben wir ja. Das war das erste, oder was? Ja, genau, das haben wir. When you reach the large field of bouncy mushrooms in the weed-whacking section of the garden, look to the left. Bouncy Mushroom Weed Wacking. Ach ja, warte. Linker Stick rein zum Rennen. Das würde Zeit sparen. Ich mach's schon wieder die ganze Zeit nicht. Das Springen macht's auch Spaß, aber. Ne? Schnell! Ah, okay, hier. Und jetzt to the left. Ja, ich sehe da einen Höhlenansatz.
Okay, das ging ja doch schneller als gedacht. Oder kein Höhlenansatz, aber hier oben. Ja, wir müssen nur. Wir müssen. Wahrscheinlich da so rum, oben. Ah, hier, ja. Da bist du, okay. Das war aber auch zu übersehen, I guess. But also not too difficult, actually. Oh, jetzt mach ich da nicht Bäb und ich krieg das Achievement, hoffentlich. Linksache. Yep. Minispielmanie. Larvenball. Okay. Gib den Kriechtieren ein paar saftige Leckerbissen. Springen und werfen, okay. Don't you remember? I'm a sharp shooter. Yeah, but those are moving targets. That just makes this more fun. Ah, okay. Ach so. Okay. Ich verstehe, glaube ich. Okay, Stil. Oh, der hat schon mehr gebracht. Doch nicht. Das ist ein komisches Spiel. Yep. Boring. Ja. Fühle ich ein bisschen. Sag mal! Come on. Ich sag kontinuierlich. Ich hasse alles. Ist aber auch Gott Gamer und ich nicht. Ein Ding. Kein Ding. Mach ich doch gerne für Mädchen-Statistik. Ja. Danke, danke. Oh, ich lass mich jetzt doch verlieren, wie es ausschaut. Ich lass mich verlieren. Oh, oh, oh. Ja. Never mind. May ist doch. Oh, nein. Dieser Cody, Alter. Gleich. Ja, 13:12 steht bei mir. Das steht gleich, aber ich habe doch einen Punkt in der letzten Sekunde gemacht. Ja gut, das ging halt nicht anders, ne? Ja, wir beide sind Gewinner, das ist das Fazit auf jeden Fall. Der Minispieler. Ich mach Shadow Player, das ist eine Lüge, ne? Okay. Ja gut, und jetzt haben wir das alles gezeigt. Ich weiß ich nicht, was bei mir stand. Ne? Ich mach jetzt mal was. Achievements kann ich privat irgendwann machen, wenn du das willst. Ich öffne mal kurz das Achievement-Fenster hier. Jetzt haben wir 14 von 20. Ja, einfach mal so gucken, was das sein könnte. Oh, das 14. erst, oh damn. Ja. Sein eigener Paparazzi-Sein. Ja, uns fehlt... Fragwürdige Freundschaft, es braucht zwei zum Foltern, das ist ja das zweithäufigste, keine Ahnung, was wir da verkackt haben. Ich hatte das doch gelesen, ne? Ich hab's vergessen. Ach ja, ich auch. Ferne Frequenzen, die Wahrheit war all die Zeit dort draußen. Ah, es war bestimmt wirklich bei diesem Radio irgendwas, oder? Das kann sein. Oder bei dem Mondbebuhen, aber da hatten wir doch eigentlich alles gehört, ne? Ja. Boah, zwei zum Foltern. Snackosaurus. Na, wer ist jetzt ausgestorben? Irgendwas beim Dinosaurierabschnitt? Aufgeschaukelt. Du hast es etwas zu weit getrieben, oder? Das klingt nach dem Eisdorf mit der Schaukel, was ich gemacht habe, aber keine Ahnung. Fische Angelegenheit. Tiere füttern verboten. Oder auch nicht. Sie sind so niedlich. Ich mach gerade am Handy mal auf. Schrecken der sieben Weltmeere. Beim Klabautermann. Ihr seht umwerfend aus, Captain. Okay, Piratenlevel, I guess. Das sind alle die Fehler. It took two ist 100 Gamerscore auf der Xbox. You did it! Collaboration! Ja, dann Minigame Megalomania. Alter, Megalomania. Ja, hier, Bright Friendship. Codierung ist gerade überlastet beim Steam-Overlay. Umstehen. Was ist das denn? Achso. Chapter 2, The Tree and Go to the Level Called Capture. Achso, das war mit den Eichhörnchen. Da war irgendwo in einem Käfig ein Eichhörnchen. Ach ja, stimmt. Ja, egal, das machen wir dann probably für uns, wenn du sagst, ey, nebenbei irgendwie irgendwann mal so Discord, bla, wollen wir einfach hier die letzten Achievements für mich holen. Für dich halt nur. Ich dachte, okay, klar. Oder du machst das lokal einfach. So richtig krass. Einfach lokal mit zwei Controllern alleine so. Ich glaube, oder Tastaturcontroller. Schwierig. Ja, das denke ich auch. Na gut, aber hey, 14 von 20 ist doch eine schöne Zahl, glaube ich. Tja, und vielleicht, wenn je nachdem sogar wahrscheinlicher, wenn der Part live ist, hast du schon alle. Weiß nur keiner dann. Ich meine, der dauert ja jetzt Monate. Weiß nicht, nach Monaten willst du es ja auch nicht. Du willst ja bestimmt irgendwann innerhalb der nächsten Wochen irgendwann komplettieren, würde ich mal sagen. Ja. Wenn nicht, dann nicht. Ist ja dein Ding. Ich krieg ja kein Achievement. Alter, das können wir machen, wenn du hier bist. Das geht theoretisch auch. Alter, lass aber Max spielen. Max komplettiert. Alleine. Ja, Max kriegt da zwei Controller. Okay. Ja, Max, hast du gehört, ne? Vor allem nachdem wenn du da warst. Hört, dann ist so vorbei. Schade. So, komm. Easter Egg. Geh jetzt Max, war schön mit dir, by the way. Nochmal ins Menü, würde ich sagen.
Habt ihr die vom Gameplay? Ich noch einmal gesprungen. Ne. Reicht. Minispiele spielen. Ah, ich war kurz vor einer Stampfattacke auf den Pilz. Tja. Ja, Alter 4 und... Warte mal, den installieren nicht. Sonst kann ich es ja nicht nach... Ja, nicht nachgedacht. Hups. Es braucht 2. Ja, das war das Play auf jeden Fall. Danke fürs Zusehen oder so. Und ein wilder Bonus. Einfach das Ende ist einfach doppelt... Nochmal die Hälfte oder so oder länger. Das ist okay. Finde ich. Okay. Alle Minispiele gezeigt. We did it. Ja. Jetzt seid ihr dran. Sonst noch irgendwas zu sagen? Weiß ich nicht. Ich kann Verabschiedung nicht und wenn jemand dabei ist, noch viel mehr, noch viel weniger, noch viel mehr. Abonniert mich auf YouTube und followt auf Twitch. Leon ebenso. Wenn jeder, der das hier geguckt hat und noch nicht abonniert ist. Hier ist die Statistik, wie viele. Ach nein. Abonniert man bitte, das kostet nichts. Auf Twitch schon, auf Twitch reicht ein Follow. Aber wenn ihr richtig Bock habt auf den Fräsenjunge, dann abonniert auch auf Twitch. Ja. Oder cheer 10.000 Bits für lovely Emotes. Ja, Mann. Gute Idee. Gut, jetzt habe ich es richtig, richtig ekelhaft gemacht, das Ende hier. Okay. Mhm. Dann denke ich mal, ist alles gesagt. Ja, ne? Das ist fertig. Ich will bald mal, bitte. Stimmt, stimmt. Ja, ne? Dann war's es. Wir sehen uns bei weiteren Projekten und vielleicht auch mal wieder wir beide. Vielleicht, eventuell. Unravel wenn wir uns 2. doch nicht scheiden lassen und dann... Ja, ja, wie ich gerade sagte. Mir fällt da so spontan so ein Unravel 2 ein. Ja, Ich hab den ersten Patch mal angespielt, so sagen wir. Aber natürlich musst du den ja auch erst spielen. Also. Ja, muss ich. Ja, aber will ich. Aber... Ja, ja, doch, doch, ja. Dafür finde ich die Zeit. Hoffentlich. Wir brauchen irgendein Spiel, was mit Zeit zu tun hat, aber nachdem er das gesagt hat. Naja, bis Donkey zum nächsten Kong 64. Mal bei Portis 3, Carrier View, Zeit. DLC, Together, Twerking für den Weltfrieden. Genau das. Okay, bis dann jetzt hier. Tschüss.